So Leute, und damit, hä, wo seid ihr da? Ja, herzlich willkommen zurück zu Twilight Princess HD. Wir sind wieder hier in Folge Schlag mich tot. Es dürfte irgendwas in die 40er sein aktuell. Ich weiß nicht, ich habe die Nummer zwar vergessen, ist aber auch nicht so wichtig. Ich bin einmal ganz kurz mit dieser Tante. Ja, ihr seht da oben auf Y, ja, da liegt gerade der komische, weirde Kopf da. Und hier habe ich ein bisschen gerade mit Feen geschmust, mich aufgeladen, Feen gefangen und... Ja, das war so süß. Ja, Die die sitzen setzen sich manchmal auf auf dem deine Kopf. Mütze und aufs Schwert Genau. setzen sie sich auch. Und ich mir sage, tut das nicht weh? Na gut, wenn man ein Schwert nicht zieht, macht es ja keinen Schaden. Oder sticht. Ja. Nur die Klinge, ne, das kennt man nur auf dem Messer drücken, reicht nicht, in der Regel. Außer das ist ein richtig scharfes Messer, dann sollte man das nicht tun. Ja, und ich dachte, ich teleportiere mich mal noch nicht zurück, weil wir probieren jetzt mit euch live in der Aufnahme aus, wie das aussieht. Ich habe Ja, diese Animation noch nie gesehen, und es nämlich. wurden keine Feen verletzt oder sonstiges. Also Genau, alles gut. beim Machen dieses Videos wurden natürlich keine Fee verletzt. Genau. Ja, wollen wir zurück nach, zur Tante? Und ich finde diese fliegende Kopf immer noch total gruselig. Ja. Ist er. Dann warf ich dich zurück. Ich habe diese Animation noch nie in meinem Leben gesehen. Also doch vorhin, gerade vor ein paar Minuten, ne? Wo wir uns rausgebordet haben. Da seid ihr ja wieder. Wollen wir? Ja, Leute. Das fand ich krass, muss ich zugestehen. Das habe ich noch nie in meinem Leben benutzt, glaube ich. Weil ich habe alle Dungeons halt immer, ja, einfach durchgespielt und so. Oh, hi. Na, wie geht's dir, mein Freund, hä? Er denkt sich nur du schon wieder. Nein! Oh! Ah, Na das, ich toll. wollte das Schild-Attacke drücken, die war auf der anderen Schulterknopf. Ja, das. Mach bloß die andere Feder nach da weg. Ja. So, hier ist die Schildattacke. Nee, er steht noch auf. Er steht nicht nochmal auf. Jetzt nicht mehr. So, jetzt lege ich mal schnell die Fee aus der Hand. Für Bogen und Fanghaken. So, ist doch ein Deal. Pfeile! Brauche ich gar nicht, das ist nicht aus, egal. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich muss jetzt ja. Das ist zu weit weg. Knacks. So, und da ist auch schon mein nächster Gegner. Upsi. Oh, hi. Mann, ich wollte den Fangschuss machen, aber es ist mal ultra knapp, das Zeitlimit. Jetzt ist es sowieso down. So, jetzt muss ich mal gucken, wie ich. Wie ich. Hä, ja, was? Wer will aufs Maul, hä? Jetzt muss ich mal gucken, kann ich dich hier. Ach, das ist ja, ich brauche meinen Stab wieder. Mein Stick of Truth hier. So, hier. Ha, das Boah. geht nämlich auch. Das geht nicht, okay, gut. Er kann er durchlaufen. Ja. Ah, das ist eine Kiste. Putz! So, dann stellen wir mal da drauf. Dann geht nämlich der Strom Ah, aus und. okay. Ja, den hier. Und dann kann ich die Kiste einheimsen. Ja, geil. Oh Okay. yeah. Gut, dann hätte ich meine Herzen nicht auffüllen müssen, denn jetzt hätte ich ja eh wieder volle Herzen. Das wusste ich nicht. Wusste man ja nicht, genau. Konnte ich ja nicht wissen, Leute. Ja, ist los. So, ja, kommt mal mit, mein Gutster. Ching, ching, tschüss. Ah, ja, da Au. war ja was. Entschuldigung, hab ich vergessen. So, hier, guck mal, mehr, guck mal her, kleiner Wikingertopf. So. Sweet, so wieder aus. Da hat es mich ein bisschen schockiert. Ah, versteht ihr? Entschuldigung. Oh, hi. Voll geil. Einfach boom, Hammer auf den Kopf und dann war er da unten. Dann komm mal mit, mein Dicker. Ich muss nach unten mit dir. Hallo! Ist irgendwie schon lustig. Dum, dum. Na, 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 na. Schnauze! Boah. Aufmachen! Krasser Typ, ey. Krasser Dude! So, dann machen wir nochmal den hier schnell kaputt. Nein, aus hier gibt's nicht. Und dann nutzen wir schnell mal die Glocke. So, wir sehen uns in der nächsten. Link? Ich wollte gerade sagen. Link will Fast auch mal. wäre ich auch mitgeportet werden, dann wäre ich wahrscheinlich zerfleischt worden.
Und dann hat man ja als Gaffelsuppe rausgekommen, weil ich dann einfach nur noch ein leckerer Hackfleischbraten dann gewesen wäre. Dann gibt es eine Linky-Suppe. Dann gibt es eine Link-Hackfleischsuppe. Mit Tomate. Schmeckt bestimmt gut. Und inzwischen noch so ein paar grüne Fussel von der Mütze. So, jetzt muss ich da nach rum. So, jetzt mal hier greifen, schieben. War das so rum? Ich glaube ja. Ja, das ist rum. So, und du, gute Statue, kommst mal her. Haps. Schwing. Ich finde, dieser Aufschlag von dem Ding sieht irgendwie auf, weil er irgendwie, keine Ahnung, irgendwie Sport macht damit. Es gibt so einen Sport, wo man auch so. Ja, will. Stimmt. So, so tennismäßig, Tennis, ja. So tennismäßig sieht der Hocharm aus. So. So, als würden sie Tischtennis zocken oder so. Laserlight-Tennis. Genau. Autsch. Aua. Mann, ich hab doch A gedrückt, da hat es auch nicht funktioniert. Hä? Ich weiß, ich versteh's nicht. Ich weiß nicht, wie ich schieben muss. Okay, so. Das kostet ganz schön viel Herz, wenn der mich haut. Ja. Mach nicht, Dicker. Du sollst mir nicht hauen. Wir müssen. Tut mir leid, Mann, aber wenn du das so machst. Hast du jetzt die Identität der Statue angenommen? Nein, nur manchmal. Ich bin die Statue. So, jetzt testen wir das doch mal. Oh, irgendwie. Ach mal. Oh. Vielleicht weil da so komisch draufsteht, auf diesem Erhöhungsding. Das war nicht richtig drin. Du bist noch mal unten. Mich? Nö. Na gut. Meine Vermutung, weil da so komisch steht. Dann nicht. Aua, ja, als ob. Das wollte ich nicht. Au. Als ob? Jetzt haben wir. Eine noch. So, Spinny down. Und da ist der Strom aus und ich muss jetzt nicht mehr irgendwie hier rumwerken oder so, sondern ich kann jetzt einfach die Statue mitnehmen und tschüss. Ich hatte nämlich keinen Bock, jetzt hier noch irgendwie rumzuworken. So, was ist hier los? Bums. Ich mach richtig getroffen, ey. Gut. Bam. Boah. Oh. Wollte ich gar nicht. Also macht schon Spaß, kann man nicht anders sagen. Die Statue, finde ich, könnte auch aus Atlantis sein. Ja, hier? So, hier ist der Geist. Ah ja. I can remember me. So, wir haben mal zum Wolf. Da wäre ich ja zum Tier hier, vor allem zum Wolf. So, jetzt kommst du gar nicht erst zum Angreifen. Jetzt gibt es ja einfach einen Fangstoß und... Ja, ja. Übrigens auch neu im Spiel. Tatsächlich wollte ich dir mal, weil du am Anfang gefragt hast, inwiefern sich das Spiel unterscheidet. Man sieht jetzt, wie viele Geisterseen man in einem Dungeon hat. Das finde ich ganz praktisch tatsächlich. Ist nett, ne? Kann man machen. Ich habe tatsächlich noch eine andere Frage mit diesen Schnecken. Die waren vorher nicht, oder? Wie, welche Schnecken? Diese Schnecken da, die immer in diesen Wänden rumlaufen. Du meinst diese goldenen Insekten? Ja. Doch, die gab es im ersten Tausch. Die war auch schon im vorigen Teil vorhanden. Wirklich? Ja, die konntest du bei Agnata abgeben, bei dieser Insekten-Tussi. Da mitten in Heibelstadt. Ah, okay. Kannst dich vielleicht noch daran erinnern. Da konntest du überall mal so goldene Insekten in allen möglichen Gebieten finden. Ach so. Und dann hat man dafür eben halt, ja, ein bisschen Geld bekommen. Hm, okay. Also das gab es auch schon in der Gamecube-Version. Alles klar. Im Detail. Okay. Gut. Oh. Was? Oh, noch eine Schar. Nicht so funktioniert doch. Ja, aber übrigens muss also ich falsch stehe ein bisschen. Mein Freund, du musst nämlich hier hin. So. Wir sehen uns. Wir sehen uns unten. Mach's gut. Ich muss jetzt bloß noch runter.
So, jetzt müssen wir gucken, ja, auf der Karte habe ich noch irgendwas übersehen? Ah, da unten war noch eine Kiste in Stockwerk 5. Ah, verdammt. Oh, ich muss noch mal ein paar... Moment, ich muss noch mal ganz kurz hoch, Leute. Dauert aber nicht lange, denn wir haben ja alle Wege freigeräumt eigentlich soweit. Ich glaube nicht, dass nur irgendwo irgendwas steht, wir haben ja alles weggerotzt. Das heißt, das geht ganz flott. Das ist jetzt doof, dass ich das vergessen habe gerade, aber passiert. Ich wusste, irgendwo habe ich noch was vergessen. Wir waren zu eilig, wir wollten halt schnell fertig werden und so, weil die liebe Asuka musste... nein! Nee, jetzt habe ich keinen Zeitdruck mehr, alles gut. Ja, das wusste ich ja nicht. Ich wusste ja nicht, ob du noch mal Zeit hast nach deinem komischen Handy. Ja, ja, mir war nur mein Handy-Ding wichtig da. Dein Handy-Ding da war ja wichtig. Der Jugend heutzutage sind immer ihre Handys viel zu wichtig. Oh, sag jetzt nicht, oh nein, das oder? Das stimmt leider. Ja, ich habe das bei Marcel in Japan gesehen. Da stehen immer Warnungen, bitte nicht mit dem Handy laufen. So, ah, okay. So Pokémon Go-Spielermäßig, weißt du? Ja. Da gab es doch einige Verletzungen, ja. Ja, ist halt, ja. So, schade. Nee. Vielleicht? Nee. Och nee, oder? Oh, da hab ich jetzt echt nur Lust auf den Typen da unten zu holen. Kann ich mir nicht hier auch einen Kruger gaunen dann irgendwo? Ja, den könnte ich aber nicht hier hochtragen. Ach, okay, ich muss. Och Mann, das kostet jetzt nochmal Zeit, Leute. Da hab ich verkackt. Ich muss noch mal nach unten. Scheiße. Todessprung. Nee, dann nehme ich den gleich mit hier. Oh Mann, das ist jetzt doof. Naja. Ich hätte nicht so hastig sein sollen. Das war ein Fehler. So, okay, ich muss ziehen. Zack. Ja, passiert. Ja, ist auch nicht schlimm. Nee. Und wenn es ein vierter Part wird, dann haben wenigstens die Leute länger was von dir. Ist ja auch was Schönes. Ne? So ist ja nicht. So, wo war das hier? Wow. Noch ein Stück. Weil du kommst ja gleich hinter mir durchgeschossen. So. Zack. Und direkt drauf hier. Und dann nochmal kurz nochmal ein Stockwerk nach oben, Leute. Ach, das ist sogar schon der Raum hier. Ach, guck an. Die ganze Käferschar. Ja, stimmt. Ich erinnere mich. Da waren noch zwei Schalter. Kann ich noch ein paar Mal machen. Aua, oh, jetzt nicht mehr. Bam. Aha, wusste ich doch. Diese Dreckigen, ne? Das ist ganz schön hinterhältig, was die hier machen. Ja, ne? Immer von hinten. Das sind so richtige Kölner. Nix gegen alle Kölner hier, die meine Videos gucken. Ich danke euch vielmals, dass ihr da seid. Ich finde trotzdem Köln. Also Köln ist jetzt echt nicht so die tollste Stadt, muss man leider sagen. Ich war nur kurz da, als ich auf der Gamescom 2015 da war. Da war ich bei einem Kumpel zu Besuch, ich habe ihn quasi zur Gamescom mitgenommen und er hat dafür irgendwie Unterkunft geboten, weil, ne, Hotel und so ist teuer. Und ich dachte mir so, ja cool, fährt man mal durch Köln durch. Und es war überall Stau, der Verkehr war furchtbar. Also, ja, schön ist was anderes. Aber der Kölner Dom, der soll sehr schön sein, den soll man sich einmal mal angucken, wenn man da ist. So, jetzt. Aha, so haben wir, ne? Dafür war halt der Stab wichtig, weil sonst kommt man nicht da oben hin und kann da was drauflegen. Na sag mal, Link, hör mal auf jetzt hier. Sei doch mal ein bisschen cool. So, komm mal mit, du kleiner Wikinger, Wikingerhut. Und da steht er auch schon auf dem Tröpfchen und da gibt's die Kiste. Ich glaube, hier war noch ein Herzteil drin, da kann ich mich irgendwie ganz, ganz grob erinnern. Meinst du? Mal sehen. Ja, sieht auch schon schön ornamentreich aus. Eine sehr, sehr schöne Kiste, muss man sagen. Ja, doch, doch, hat was. Könnte ein Herzteil sein. Oh, tatsächlich. Ja, na, wusste ich doch. Hast du gut gemerkt. So, jetzt wäre euer voll. Dann ist es mir egal, dass ich von ein bisschen Spinnen Schaden genommen habe. Huch, da klopft was an die Tür. Ja, schön. So, jetzt wieder nach unten, Leute. War jetzt doch nicht so viel Arbeit, ne? Es ging so hübsch, hier reicht. Wo war der? Da drin. Und ja. Typi ist schon unten. Also die Spinnen juckt mich nicht, die sind eklig.
Und man sieht halt schon am Dungeon, was der Boss wahrscheinlich sein wird. Das ist jetzt nicht sehr, geheimnisvoll, muss man sagen. Er ist schon sehr offensichtlich. Hau ab. Niemand mag Zubats. Achso, ja, dafür ist jetzt der Fang. Was? Da springt mich gerade was an. Ich finde ja nicht so häufig. Ich finde ja nicht so freundlich, Leute. Macht das mal nicht. Hui. Hui. Tschüss. Haben sie jetzt aber nicht gut reagiert. La 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 la. Hey Typi, helf mir mal! Lass mich mal hier hoch, Hilfe! Da kommt schon drüff. So. Putz! Putz! Und tschüss! Putz! Oh. Und auch hier nochmal Boots! Aua! Da hab ich mich auch nochmal getroffen. So, dann ab die Treppen runter. Und dann sind wir auch gleich schon im Erdgeschoss, Leute. Oh, guck mal hier, hier ist noch ein armes Opfer. Voll in den Rücken, Alter. Er denkt sich so nichts Bösartiges. Eigentlich müsste er ja schon das Grollen hinter ihm hören, weil da... Ja, da reitet so eine Statue lang. Das fällt einem ja doch schon auf. Oh, hi. Kackspinne. Niemand mag dich. So, das wäre auch mal immer. Hallo, Spinni. Scheiße. Ja, hier haben wir auch nochmal was. Was ist da drin? Das war die Kiste, das haben wir schon. Habe ich schon abgeräumt. Jetzt müssen wir gucken, habe ich jetzt noch irgendwas übersehen? Nö, alle Geister habe ich laut Karte und wissen sie auch keinen mehr. Sieht schön aus. Ich glaube, du musst darüber. Achso, stimmt, ich muss die Glocke irgendwo finden. Der muss ja runter, der gute Freund. Der kann die Treppen nicht nehmen. Die Tür kommt auch nicht durch. So, viel Spaß, bis gleich. Nicht so viel an den Glocken spielen, ne? Weißt Bescheid? Mann, Leute, der musste sein, ja. Der war Pflicht. So. Jawohl, haben wir doch schon geschafft, Leute. War doch gar nicht so schwer. Ist eigentlich dafür, dass es so relativ viele Stockwerke hat, halt eben gar nicht so der krass lange Dungeon, weil die Räumenanzahlen pro Stockwerk sind jetzt nicht so groß teilweise. Da stand er wieder an seinem Platz. Du, jetzt komm mal hier. Nee, ich muss noch. Ich muss noch. Er muss noch an seinen angestammten Platz. Und dann frage ich mich, wenn wir jetzt den da hinstellen, brauchen wir ja eigentlich gar nicht mehr den Boss-Key, weil die Tür geht doch jetzt auf, oder? Dann nehme ich mal stark an. Wozu ist jetzt der Boss-Key da? Verstehe ich noch nicht so richtig. So. Hm. Ach, sieht voll schön aus mit dem Hyrule-Zeichen oben drüber. Ja. Ich glaube, ich brauche hinten tatsächlich nochmal auch einen. Oh, voll schön. Ach, Mann. Ich liebe meine Tür, Leute. Die ist total toll. Jetzt hättest du meine Tür offen gelassen. Ah, nein. So. Aber was ist das denn hier? Was? Ach du Scheiße. Okay, Knochenköpfe überall. Hier sind überall keine Herzen drin, man sieht's. Ja. Aber ich bin trotzdem immer versucht, alles kaputt zu machen, einfach weil Reflex und so. So, wozu ist dieser Kreis hier da? Okay. Das kann man ja unterbinden. Ah, da hat man quasi... Hier wäre dein Kumpel echt gut jetzt. Ja, aua. Ah. Der könnte ja alles kaputt machen. Ja. Aua. Oh. Mann. Das ist ja richtig fies. Dann machen wir es anders. Die drehen sich ja jetzt. Na komm schon. Musst du da durchschießen? Hm. Echt jetzt? Oh Mann, oh. Okay, jetzt krieg ich den kaputt. Vielleicht. Jetzt. Ah, so, jetzt. Mein Gott, ist ja nervig. So, wozu sind diese Dinger hier mit? Ich nehme sie mal mit. Ah, nee, muss ja gar nicht schleifen. Können ja einfach mitlaufen. Komm mal her hier. La 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 la. La 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 la. Ich bin eine hüpfende Wikingerkiste. Ah, ich sehe schon, ich brauche die da hinten. Hier ein. Damit ich da aufmachen kann. Ah, okay, hinten. Oh, ein Apps. Da war noch einer. Hier ist nochmal so ein Klammerdings. Da ist noch ein Spinnifui. Geh mal weg, Kollege. Mag den nicht. Nobody likes you. So, jetzt kann ich einfach den da schwenken. Ey, komm schon. Hier sind auch noch welche, rechts und links. Ja, ich will ja den da vom Schalter runternehmen. Ach so, okay. Und zwar hinter der Tür. Das muss ja gehen. Ja,
Schwing, so, und dann runter. Und oh. Jetzt ist er abgestürzt, der Wikingerhelm. Der Arme. Naja, manchmal muss man Opfer bringen. Ja, das stimmt leider. Ich hätte auch nach hinten laufen können, aber dann wäre ich aus dem aus der Zone gegangen. Und da kriege ich tatsächlich nochmal ein Feechen. Ein süßes Feechen für unterwegs. Nehmen wir mit. Stut. Nein, lass mich raus, ich will nicht, nein. Diese Bewegung sieht immer aus, wenn sie aus der Flasche raus ausbüchsen will. Nimmt dann mal ein paar Pfeile, ich glaube, die braucht man hier in dem Spiel sogar. Ich guck mal. Pfeile, Haken und Dingens. Müsste eigentlich passen, Leute. Oder würde ich sagen, auf geht's zum Boss. Wir sind bei 20 Minuten. Pflichtszene, okay. Guckt man es auch gerne an. Ja, würde ich auch sagen. Ja, das ist schon. Das kann man machen. Ja. Boah, sieht voll cool aus. Oh mein Gott. Mystisch. Und da sieht man schon riesige Statuen. Cool. Also eine Halle betreten wäre schon echt cool. Ja, hätte was. Auf jeden Fall. Das Licht. Oh. Aber dann so ein Vieh zu entdecken ist nicht so cool. Gepanzerte Spinne. Armo Goma. Es ist wieder ein Goma quasi. Die kennen wir ja alle als Zelda-Fans. Spinne liegt am Boden und wir können jetzt Ching-Ching machen und guck mal hier. Quirls! Richtig cool. Und die Spinne hält dafür natürlich gar nicht. Denkt sie so, das finde ich nicht okay. Dann kannst du nicht machen. Ich will wieder ab, ey. Ich will nicht mehr. So, und jetzt muss man wieder warten, bis er irgendwo. Das ist das Lustige. Das meiste Schaden, was dieser Boss macht, ist. Wie sind mit diesen kleinen Kackviechern hier? Das große Krabbeln 2. Oh, Hilfe! Oh, das ist aber gerade echt. Aua. Ja. Komm schon. Gib dir die Blöße. Jawoll, Boots. Ich mag die Mucke. Ich finde immer cool, dass die Musik sich meint, wenn du die Chance hast zum Angreifen. Und da kriegt die Spinne wieder schön was aufs Maul. Die ist aber hässlich, SS-Fuck, Alter. Die ist wirklich nicht schön. Also die ist cool Design, klar, kann ich, keine Frage, aber sieht halt echt eklig aus, muss ich sagen. So, ich nehme glaube ich auch mal eine Bombe. Kann das sein, dass es hier gar nicht so schlecht ist, vielleicht in diese Insektengruppe da einfach mal so eine Bombe reinzuschmeißen? Klar, probier's aus. Boah, ja, geht wieder los. Boots! Okay. So, geht's. Kann man machen, ne? Und da hat sie nicht mal den Laser geschafft. La 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 la. Boots und smash that thing. Zelle, und ich muss leider sagen, das war's schon. Das war's wohl. Also nicht ganz, tatsächlich. Vielleicht. Ja, die besten Bosse haben meistens eine zweite Form. Er guckt schon so, okay. Oh, shit. Die ist schon fast ein bisschen süß irgendwie. Und das war's denn allerdings. Denn doch. Und ihr seht schon, die kleinen Viecher machen doch am meisten Schaden, weil die große macht eigentlich nicht viel außer Laser aufladen und dafür lässt man es eigentlich meistens gar nicht erst zu kommen, ne? Ja. Also es ist echt schon, ich sag mal so, es ist nicht der schwerste Boss. Ist schon ein bisschen, aber sie sieht cool aus. Die Spinne ist schon sehr cool designt. Also gut, wir haben jetzt 3 Spiegelscherben. Yay! Fehlt nur noch einer. Und da gibt's einen anderen Gast. Aber ich verrate noch nicht wen. Kai. Ja, bitte? Du hast doch dieses Monster gesehen, oder? Nee, ich habe da nicht gegen gekämpft.
Die böse Kraft, die in diesem Scherben steckt, ist immens gefährlich. Ich dachte, wir sammeln nur einen Spiegel ein, weil... Ah, eine Fashion Girl. Kann sein, dass wir da etwas ziemlich Schreckliches sammeln. Ach. Vielleicht müssen wir am Ende die Welt auch von diesem Übel befreien. Warum sammelst du mir denn eigentlich ein? Was macht das für einen Sinn? Also Kai, beeilen wir uns mit der Suche. Jetzt müssen wir nur noch diese Stadt in den Wolken finden. Dieses Kumula, wo die letzte Scherbe sein soll. Ja, das wird der zweite, letzte Dungeon sein tatsächlich schon. Also wenn man jetzt mal Schloss Hyrule am Ende nicht mitzählt. Und natürlich nehme ich den hier mit. Ein Herzcontainer. Die Zahl deiner Herzen steigt um 1. Außerdem wird deine Gesundheit wiedergestellt. Noch ein Pfeil da vielleicht oder auch nicht. Hier, guck mal, den nehmen wir auch noch mit. Okay. Die kann man sogar noch mal bedienen, wenn man lustig ist. Bewegen kann man die übrigens nicht tatsächlich. Man kann nur zuschlagen. Okay. Aber wenn man richtig schön der Spinne einen mitgeben kann, ist ein bisschen schade. Ich fände cool, wenn man die bewegen hätte können. Das wäre irgendwie geil gewesen. Edna winkt dich schon rein. Komm her. Komm mal her. Ja, so, ja gut, dann muss ich sagen, Leute, wir porten uns jetzt hier raus. Let's go. Ja, wir haben, ich glaube, den Herzcontainer habe ich mitgenommen. Ich glaube, meine Brieftasche liegt auch noch irgendwo rum, aber das passt schon. Swoot, beam mich hoch, Scotty. Tja, und damit ist der Dungeon tatsächlich schon abgeschlossen. Das war jetzt echt nicht so, also es doch, hat jetzt ein bisschen Zeit gedauert, weil zwischendurch musste ich mal ganz kurz ans Handy, aber ansonsten war machbar. Also schneller als gedacht, ehrlich gesagt. Jetzt haben wir die Parts auch ein bisschen über 20. Also immer so, wenn wir jetzt jedes Mal die 6-7 Minuten, die wir mehr gemacht haben, hinten rangehen, also weggenommen hätten, wären viel Preis draus geworden. Okay. Nee, das wollen wir natürlich nicht verheimlichen. Also so scheiße schlecht war das haben wir jetzt nicht. Ich finde die eigentlich ganz cool sogar. Ich weiß nicht, ich finde es cool, dass man dann so die Figur bekommt und dann so quasi so richtig so bam, 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 alles kaputt machen kann. Das ist eigentlich ganz cool. Das hat so etwas Befreiendes, nachdem man dann da, weiß ich nicht, 8 Stockwerke hochgeklifft ist. Und sich denkt so, oh, ist jetzt langsam vorbei mit der Scheiße? Da ist die Statue doch eigentlich schon ein sehr cooler Partner eigentlich. Und die werden wir auch noch ein paar Mal im Spiel sehen, denn der Stab hat auch noch dezente Außenweltwirkungen. Ja, wird noch ganz cool. Wird noch ein bisschen was auf uns zukommen. Gut, Leute. Aber in dem Sinne, danke an dich fürs dabei sein. Macht immer Spaß. Ein Gast dabei ist immer cool. Das hat einfach was. Ist wie mit dem Stream aufnehmen irgendwie. Dann hat man einfach, man ist nicht alleine mit dem, was man spielt. Ja. Ne? Das ist schon was Schönes. Ja, und dann auch an YouTube. Danke fürs Zuschauen. Danke für Likes geben, etc. pp. Falls ihr solche Dinge denn für mich tut. Ne, Spaß beiseite. Und dann wieder mal. Macht's gut. Haut da rein. Tschüssikowski und ciao.